So, wir sind vor der Tür und jetzt kommt sofort was ganz Lautes vorbei. Den haben wir bestellt, damit es ein bisschen noch nach Arbeit aussieht. Vor der Tür, der Landesvertreter Schleswig-Holstein Berlin. Und ich habe vor der Tür mal abgefangen. Andreas Wittke. Hallo. Und Anja Lorenz. Und wenn man live dabei steht, kommt Kerstin Meyer-Berger sofort dazu. Fangen wir bei euch beiden kurz an. Ihr seid ja quasi mit im Team gewesen, das sich ausgedacht hat, was hier heute passieren wird. Fangen wir mal bei Anja an. Hast du denn heute bei der Durchführung irgendeine Funktion? Ja, ich habe die MOOC-Fellowship-Kandidaten oder Preisträger befragt. Ich glaube, du kannst lauter sein, weil du konkurrierst mit Autos. Okay, ich habe die MOOC-Fellowship-Preisträger befragt, habe Interviews mit denen geführt und stelle das Ganze in 20 Minuten vor. Ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Ich habe einen Foliensatz, der hat 60 Folien. Den habe ich eingekürzt auf 30 Folien und ich kann 3 Folien überspringen. Und für den Rest muss ich schneller reden. Aber du bist die Erste, die spricht. Deswegen kannst du ganz locker überziehen. Ja. Nachdem alle begrüßt haben, bin ich die Erste, die spricht. Andreas ist Coach. Ich bin Coach. Ich mache im Hintergrund Faxen und sage schneller oder langsamer. Er hat auch seine Peitsche noch im Rucksack. Für die Leute, die jetzt, für die wenigen, die euch noch nicht kennen, aber die heute über den Digiturn das erste Mal darauf aufmerksam werden, würde ich noch sagen, was ihr nicht macht, wenn ihr diese Veranstaltung heute macht. Entschuldigung, was ihr macht, wenn ihr diese Veranstaltung heute nicht macht, im Alltag. Also zuerst haben wir Moin erfunden, unsere MOOC-Plattform. Und dann machen wir ganz viele MOOCs, um die Welt besser zu machen. Freie Bildung für alle, OER und die ganzen tollen Wörter, Buzzwords und was da noch kommen mag und was passieren mag. Lübeck hat nämlich eines der größten Förderprojekte in Deutschland über MOOCs, freie Bildung. Und wir machen ja auch nächstes Jahr das OER-Festival mit dem Mann, der gerade hinter der Kamera steht. Ich glaube, Doppeltipp an. genau. Und wo machen wir es? Auch hier zufälligerweise in der Landesvertretung Schleswig-Holstein heißt das beim Bund heißt es, glaube ich. Müssen wir mal überlegen, wie es ganz insgesamt heißt. Anja, was machst du im Alltag? Ich mache die ganzen Sachen, die Andreas immer erzählt. Ah, okay. Sehr schön. Gruppenbild zum Abschluss. Wir gehen mal rein und berichten, was drin passiert. Es gibt natürlich auch einen Livestream und vor allem einen Twitter-Feed. Digiturn ist der Hashtag. Bis bald.